Bisschen Sound muss ein Auto natürlich auch haben, ne? Ach, Golf 2. Kaputt habe ich auch ganz gerne gekauft. Der Ranto wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Der Motor, der fliegt jeden Moment auseinander. Ja, das Auto ist ein bisschen spezial, was wir hier haben. Finde ich total klasse. Das war Luxus. Da ist ein Playboy-Heft drin. Alle Golf G60, 10.000 Euro, weil die damit eine Bank überfallen haben. Mena, Mena, unser neues Format, Old but Gold. Der Strich 8, der war ja wohl der Hammer. Und heute stelle ich euch mal ein ganz schönes Auto vor. Müssen wir erst eine Probefahrt machen. Aber dann sage ich euch etwas zu diesem schönen Golf 2. Ich fahr los. Bisschen Sound muss ein Auto natürlich auch haben, ne? Ja, Leute, heute testen wir mal einen Golf 2. Der Reifen Geise bei mir nebenan, der Sohn fährt dieses Auto hier, der hat mir den zur Verfügung gestellt. Der hat sich den so fertig gemacht, nicht übergetunt, aber so ein bisschen Soft-Tuning da rein. Und ich finde den Wagen total gut. Der hat ganz tolle Details, die kann ich euch gleich mal zeigen. Ach, Golf 2, ich weiß nicht, wie viele ich davon hatte. Ich sag mal einfach 1000 Kraftfahrzeugbriefe habe ich bestimmt vom Golf 2. Kaputt habe ich die auch ganz gerne gekauft, weil die gingen als Diesel sehr, sehr, sehr gut nach Italien zu verkaufen. Die haben da auch erkannt, dass VW viel besser ist als Fiat. Den Einzigen, was ich nie geschlachtet habe, waren diese Sondermodelle, diese Countries. Die waren ja so ein bisschen hochgelegt und das war ja mehr so ein bisschen Geländewagen. Gab es übrigens nur als 1,8 Liter Benziner. Das waren auch schöne Autos, aber die kriegtest du nicht zum Köppen. Also, das habe ich nicht gekriegt. Aber Diesel habe ich viel gekauft davon. Jede Menge. Diesel war auch der Renner von diesem Auto. Viertürig, zweitürig, als Kombi hat es nie gegeben, den Golf 2. Und das Topmodell natürlich ist der Raleigh Golf. Der hat dann einen G60 Motor und hat dann auch ausgebeulte Kotflügel vorne und hinten. Synchro, ist klar, mit Allrad angetrieben. Das war natürlich das Topmodell. Aber der Golf 2 ist schon richtig kultig. Der ist richtig, richtig kultig. Da gibt es eine Menge Leute, die sich so ein Auto wieder herrichten und machen da, wie gesagt, so ein Soft-Tuning drauf. Da kannst du dir jede Farbe kannst du dir sammeln. Ob der jetzt in weiß ist oder blau oder in grün oder metallic, das ist für sich vollkommen egal. Also der Golf 2, der hat ein wunderschönes Interieur. Super Tacho, hier das Armaturenbrett, klasse. Guck mal, da ist sogar ein Momo-Lenkrad drin, aus Holz, gehört natürlich hier rein. Finde ich total klasse. Hier sieht so ein paar lustige Schalter, dass das ein bisschen moderner aussieht. Originales Radio ist da drin. Also das ist schon ein schickes Auto. Golf 2, absoluter Kult. Ja, wenn ihr mal eine schöne Geschichte hören wollt von dem Golf 2, ich bin mal mit meinem Schwager nach München gefahren und auf der Autobahn Diesel, Turbo Diesel, und auf einmal läuft der Wagen von ganz alleine Vollgas. Kannst du den Fuß vom Pedal runternehmen, der rannte, wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Bis ich gesagt habe, was ist denn jetzt? Der Motor, der fliegt jeden Moment auseinander. So ein, weiß ich nicht, 180 oder was hat man am Tacho und kein Fuß auf dem Gaspedal. Tja, Leute, wisst ihr, wie sowas kann? Der Motor hatte so eine scheiß Verdichtung, dass der über den Ölstutzen, der praktisch die Abgase nach außen gibt, so viel Öl nach oben geknallt, dass der Motor selber, der Dieselmotor, sich das ganze Motoröl von innen drin reingesaugt hat und hat natürlich dann richtig Verbrennung gekriegt durch das glühend heiße Öl. Ja, und zum Glück hat das dann aufgehört. Ja, und dann sind wir von der Bremse gegangen, haben den Motor abkühlen lassen, haben nachgeguckt, ein Literchen Öl nachgefüllt und sind dann ganz gemütlich mit 100 weitergefahren, weil sonst wären wir nicht mehr nach Hause gekommen. Also es kann dir bei einem Dieselmotor passieren, dass der das Öl aus dem Motor raussaugt, in den Luftfilter rein
und der Motor von ganz alleine dreht, bis der auseinanderfliegt. Das war eine lustige Geschichte. Ja, der Golf 2, der ist Kult. Und der hat eine Fangemeinschaft, die ist ja riesig groß. Nur, wir haben ein Problem, die meisten Golf 2 sind alle verschlissen. Und die sind richtig verschlissen. Das heißt, die haben die Autos hinterher als Arbeitstiere benutzt und sind damit gefahren, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 Kilometer. Dann sind die auch in den Export gegangen nach Griechenland. Die Griechen fanden die Autos auch gut. Deswegen, du findest einen guten Golf 2, einen gepflegten, findest du nur noch in Deutschland. Weil die Autos im Ausland, in Griechenland und in Italien, wo die exportiert worden sind, die haben da so schlechte Straßen gehabt. Die Autos sind auf, die Karosserie ist weich, alle Gummis sind kaputt, auch von der Hitze. Also da kannst du besser hier in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz so ein Auto suchen, was lange, lange, lange in erster Hand war, und den dann nochmal auffrischen und schick machen. Und nicht so eine verbeulte Karre, die irgendwo, was weiß ich wo, aus Polen kommt oder Griechenland, wie ich dann gesagt habe, und holt den dann hier hin und wird der dann restauriert. Das wird nie mehr ein vernünftiges Auto. Dieses Auto war noch nie ein Schrottauto. Der hat noch nie einen Schrottplatz gesehen, hier so ein Auto. Ja, das Auto ist ein bisschen spezial, was wir hier haben. Der hat BBS-Räder drauf, der ist tiefer gelegt. Der hat vorne, sieht der ganz anders aus, hinten sieht der ganz anders aus. Ich habe ja gesagt, Soft-Tuning. Also der ist jetzt nicht ganz tief an der Erde und umgebaut bis zum Gehtnimmer. Das finde ich nämlich scheiße. Aber wenn man so einige Accessoires hier an so ein Auto dran macht, finde ich das gut. Wörthersee, wenn die GTI-Leute sich da treffen, Golf treffen, ist klar, da kannst du dich mit dem Auto hier sehen lassen. Also das ist schon eine schicke Sache. So Leute, dann habe ich noch eine schöne Geschichte über einen Golf G60, einen Rallye-Golf, Synchro. Damit haben sie in Italien eine Bank überfallen. Den habe ich aus der Sicherstellung gekauft. Aber die Geschichte kommt gleich. Und jetzt führe ich euch erstmal diesen schönen Golf vor hier, den wir jetzt hier haben. Ihr müsst unbedingt in so einen Shop reingucken. Wir haben wieder zwei Sachen neu. Einmal Männer, mit meiner Fresse drauf. Und dann haben wir noch eine neue. Dann haben wir die hier. Wie schnell ist nichts getan? Ja, wenn ihr Spaß daran habt, dann geht mal oben oder unten, dann seid ihr auf unserem Shop, bestellt die Sachen, dann habt ihr auch was Lustiges. Die finde ich gut hier. Männer, what's going on? So Leute, zieht euch den mal rein. Astreines Auto. Toll. GTI-Schnauze vorne dran. Doppelscheinwerfergrill. Schwarze Blinker. VW-Zeichen in schwarz. Schwarze Scheibenwischer, schwarze Spiegel, BBS-Räder muss er natürlich haben. Tiefer gelegt, muss natürlich nicht ganz an der Erde sein. Wenn ich ganz ehrlich bin, zwei Türer würde mir besser gefallen als vier Türer. Aber irgendwie hat er was. Kommt mal mit rum. Der heißt auch noch Max, da steht auch noch Max drauf. Historisch ist klar, das ist von Tracer, damit die das Heck ein bisschen schöner aussehen mit den dunklen Rückleuchten. Ich finde auch das Gitter hinten drin, das passt zum Baujahr. Doppelauspuffanlage ist natürlich klar. So Leute, aber hier müssten wir jetzt mal einmal reingucken. Das ist so ein richtiges Interieur, so wie die Leute das früher gekauft haben. Das war Luxus. Also keine schwarzen Stoffsitze, sondern richtige Polsterung da drin. Guckt mal da rein. Und dann muss er natürlich auch so aussehen, dass man hier so ein bisschen wie wohnzimmermäßig, muss natürlich da auch ein Teppichboden rein. Ne? Also das Auto hat so, hat das schon wieder was. Ein Holzschalthebel, Holzlenkrad. Ich finde das Auto, das hat was, das hat was. Alles in Ordnung. Guck mal, hier steht sogar Porsche drauf. Guck mal hier, da steht Porsche drauf. Ja, die Räder auch, die Lackierung, alles von dem Auto ist alles perfekt. Schön. Ach, guck mal.
Da ist ein Playboy-Heft drin. Das gehört natürlich auch hier rein. Klasse. So was finde ich gut. Das Motörchen muss ich euch noch zeigen. Also wie gesagt, da ist ein 1,8er Motor drin. Da ist ein 1,8er Motor drin, sagt der Max. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Auf jeden Fall gab es den Golf 2 mit dem kleinsten Motor. Dann hatte der 1050 Kubik. Dann gab es den als 1300er, als 1600er, als 1600er GTI, 1,8er 16V. Den gab es in so vielen Motorenvarianten, das ist ja der Wahnsinn. Und auch die Dieselmotoren, ganz normaler, popeliger Diesel mit 54 PS. Und dann gab es den auch schon mit 70 PS, da war das ein TDI. Aber guckt mal den Motor hier an. Also wir haben das immer so gesagt. Wenn das ein Vergasermotor ist und der hat den Wasseranschluss an dieser Seite, dann ist das ein 1,8 Liter Motor. Und wenn der den Wasseranschluss an dieser Seite hatte, war das ein 1,6 Liter Motor. Ich meine, da könnte man sich dran orientieren. Aber die Geschichte mit dem Auto, die ist auch schon so lange her, das kann ich aber auch nicht mehr beschwören. Aber eine Domstrebe haben die natürlich gehabt, von Stabi zu Stabi hier rüber. Gar nicht so schlecht. Allgemeinzustand finde ich gut. Und, was meint ihr denn? Also ich finde so ein Soft-Tuning gut. Wenn du damit schon wieder unterwegs bist, da guckt ja jeder. Wenn du fährst an eine Tankstelle zum Tanken, jeder guckt. Das ist Kult, das ist absolut Kult. Schreibt doch mal in die Kommentare. Soft-Tuning, ja oder nein? Ganz tief, ganz breit oder ein bisschen dezent? Also ich finde dieses Dezente finde ich schon wieder cool. Da möchte ich gerne hören, was ihr darüber denkt. Ach ja, und die Geschichte mit dem G60 Rallye, die bin ich ja euch auch noch schuldig. Also ich war bei einem Abschleppdienst und der hatte seit 20 oder 22 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, hatte der diesen Rallye-Golf da stehen mit 41.000 Kilometer. Der stand da so lange, weil die damit eine Bank überfallen haben. Die Typen, die haben sie erwischt. Die haben sie auch in den Knast gesteckt. Und irgendwie dem Mann, dem das Auto mal gehört hat, original, der hatte wahrscheinlich das Geld von der Versicherung kassiert. Und irgendwie ist das bei dem Abschleppdienst komplett untergegangen, dass dieses Auto 22 Jahre lang da, wie gesagt, in der Garage gestanden hat. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, hör mal Fred, ich will den aber in Italien gar nicht zulassen. Kannst du den nicht mit nach Deutschland nehmen? Der ist nicht gestohlen und nix. 10.000 Euro muss ich dafür haben. Habe ich gedacht, ein Rallye Golf. G60, 10.000 Euro, ist viel Geld. Kilometerstand unschlagbar, Zustand unschlagbar, dieses Auto. Ja, habe ich gesagt, ja, dann komme ich dir den ab. Hatte mir einen vernünftigen Kaufvertrag gemacht, abschleppt die so und so an Alfred Bauhaus, an mich. Und eine Kopie, glaube ich, war dabei bei dem italienischen Brief, nur eine Kopie. Aber das war mir alles scheißegal. Dann habe ich das Auto mitgenommen. Ja, habe ich hier in Deutschland hier angemeldet, ohne Probleme, der war ja nicht gestohlen. Und dann haben wir den auch wieder verkauft. Und zwar ist der nach einer Firma gegangen, ich meine, über den Jörg Wagner, Frankfurt, irgendwo nach Hamburg. Hat mir eine Tuning-Firma, der schon mehrere solche Autos hatte. Ja, und da ist der hingegangen. Schöne Geschichte. Geklauter Golf mit einem Banküberfall. Ja, noch geiler geht ja gar nicht. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Heute haben wir mal bei Old But Gold ein Golf 2 genommen. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder ob der eventuell ein anderes Auto ich für euch testen soll. Also für mich war das schon, ich habe mich komplett zurückversetzt gefühlt. Ne, die sind ja von 83 an gebaut. Und also der Wagen hier, der ist in Schuss und der fährt klasse. Und ja, das war schon wieder. Und ich bin jetzt weg. Zack. Getestet von Onkel Friedemann. Ich hab Spaß. Weißt du, wie schwer die Lenkung geht? Das kannst du gar nicht glauben.
kannst du wieder reinkommen.